Auf dem Nordmarkt-Sportfeld findet während der Kieler Woche die sogenannte Balloon Sale statt. 35 bis 50 Teams wollen am liebsten täglich ihre Heißluftballons steigen lassen, doch die Bedingungen ließen erst zu wünschen übrig. Der Anfang war etwas durchwachsen. Wir haben am Freitag und Samstag nicht fahren können. Am Sonntag hatten wir die erste Fahrt. Heißluftballon-Neulinge lernen eins bei der Balloon Sale schnell. Ballons fliegen nicht, sondern fahren. Wir fahren im Luftmeer, wie die Schiffe auch quasi übers Meer fahren, fahren wir im Luftmeer. Und das richtet sich natürlich ausschließlich nach der Windrichtung. Der Ballon ist nicht lenkbar. Wir können zwar die Höhe variieren, aber wir können nicht bestimmen, wo wir hinfahren. Die Ballonpiloten kommen aus ganz Deutschland und aus europäischen Nachbarländern und müssen erst einmal die Bedingungen im Norden kennenlernen. Die kennen ja nicht das Wasser, die kennen ja nicht das Meer, die kennen nicht the Baltic Sea und die trauen sich auch nicht, in der Nähe großer Gewässer zu fahren. Darum kommen sie gerne her und lassen sich von den Locals führen und leiten und haben dann eben auch das Gefühl der Sicherheit, sich nicht selber mit den Wettersituationen, die hier oben sehr speziell sein können, auseinanderzusetzen.